Anar Menos. Experimentelle Instabilität. Telvala. Umschlungene telemantische Kugel. Ein Teufelssystem, was dann gehe ich aber so. Ich glaube, selbst hinreiten ist da kürzer. Wir müssen ja in den nördlichen Park. Hab ich übrigens noch gar nicht in der Aufnahme gesagt, aber ich habe Fleischklops. Yay. Yay. Yeah. Vor allem der kann nichts, was Boss oder so kontert, was unsere Champions können. Aber er macht irgendwie jede Mission so alleine auf 100%. Also hier Gefahrenkontern brauchst du gar nicht mehr. Du musst nur noch hier Gift und so kontern. Hier ist eine Elite. Und Elisande hat sie einfach reingelassen. Widerlich. Greif die Teufelsseelenbastion an. Zeig der Legion, dass wir uns nicht alle so leicht brechen lassen. Liebe Kinder, dann haut mal rein. Nee. Das ist ja richtig uncool dann. Da ist der Bock drauf. Ich glaube, die sind eh gefaced. Also ich habe sie abgehärtet hier. Wenn die in der grünen Gülle schwimmen, dann interessiert die gar nicht. Fertig. Oh, brennt ein bisschen. Wie sind die denn? Macht mal was, Jungs. Scheiße, wenn ich aufmache, machen die nichts mehr. Das reicht weiter, mir. Immer weiter. Ich denke, ich kann die Wirkung von Teufelsmagie bei den Verdorfen abmildern. Geh zur Seelenmaschine, dann schicke ich euch neue Probanden. Benutze die Verdorfen, um die Machtquelle in der Seelenmaschine Teufelsmagie zu zeigen. Müsste die nicht hier sein? Ach, das Ding da unten. Ich muss näher ran. Das hat besser funktioniert als erwartet. Ich verfeinere meine Abläufe für den nächsten Schritt noch etwas. Ich musste erst etwas anvisieren. Und Pfeife. Übrigens gestern mal Chat-Duell mit Lara Loft und Frank Royal und Fischkopf angeguckt. Hast du das schon gesehen? Hab ich. Ich muss ja sagen, Lara ist ja echt eine Süße und so, aber dieses Rumgequietsche, boah. Ja. Wird so absichtlich flippig, süß und fancy sein. Weiter, immer weiter. Los mit den Teufelsgeborenen. Tötet 8 Teufelsgeborenen und ihren Anführer Valtes Amaran am Außenposten der Teufelsgeborenen im Purpurdick. Anrata Adu. Ich will wieder hinfliegen. Hey-oh!
Gerade hier so ein bisschen BioWare-Niveau. Also zumindest die letzten zwei, drei Quests alles separat voneinander machen. Während wir nebeneinander. Aber wir dürfen auch nebeneinander herlaufen. Ja, mein. Hey, ich bin Drenor-Sanitäter. Mir fehlen nur noch die letzten 100 Skillpunkte. Ich fliege selber, ich habe ja meine Privatlimo. Privatjet. Beim Fliegen macht das vielleicht mehr Sinn. Ich wüsste gerne mal, wo die Quest für das Mount anfängt. Wahrscheinlich musst du dafür ehrfürchtig sein bei den Legionsrichtern oder so. Apropos Legionsrichter, was hast du, was ist denn da deine letzte Quest? Die Bürger von Surama müssen von der Ankunft der Horde erfahren. Verkündet den Unterdrückten in der Stadt mit Aushängen, dass Hilfe auf dem Weg ist. Eine sich selbst bewahrheitende Prophezeiung. Was muss er machen? Wegfest. Wie viele? 12. Wie viele hast du? Keiner. Hättest ja mal machen können. Bin nämlich schon beim nächsten Schritt, da brauchte ich 100 Dämonen. Ich habe jetzt einfach random schon 76 davon gekillt. Mhm. Schwein, schäm dich. Ach, das hier war das. Okay, das ist schnell erledigt. Das pulle ich alles mit einem Mal. Und dann wird's umgebratzt. Ich pulle schon mal und warte dann auf dich. Schaden, beeil dich. Bin schon da. Die Telemantie-Kugeln funktionieren perfekt. Wir sollten das alles ganz zum Schluss geheim halten. Mhm. Gut. So viel dazu. Und zurückfliegen. Diesmal nehme ich aber ein Taxi. Warum habe ich gerade Urheil des Mana eingesetzt? Was ist eigentlich los mit mir? Keine Ahnung. Weizefuck. Ich lese mal kurz. Teufelsgeküsste Klinge. Geschmack von frei. Gebt die Frucht des Ankern ein Flüchtling aus Rom. Auch letzter Part, denke ich mal. Grüße. Der Sturm der Nachtfestung. Der letzte der Part. Nubala. Ich hätte es nochmal derselben von vorhin geben können. Diese Frucht hat tatsächlich Talisker geheilt. Erstaunlich. Was soll das heißen? Ein Tag nach dem anderen. Ich lasse das einfach mal hier. Platziert Energiedisruptoren bei den Energiequellen in Telor Taran, Kelbalor und Elosha. Wir sind nur so stark wie unser Wille. Okay, Kelbalor haben wir. Das ist hier das Portal nach. Stimmt gar nicht. Wir müssen wieder runterfliegen. Verarschen oder was? Ob du behindert bist, habe ich gefragt.
Disruptor sieht so englisch aus, das Wort, wenn man das liest. Disruptor. Mhm. Aha, Disruptor. Leviosa. Was ist das jetzt hier oben oder da unten? Aha. Gefindet. Ach, die Spinnenhöhle. Erinnere mich. Muss ich bei den ganzen Spinnen gerade an Metro denken. Ich bin außer Reichweite. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Blut. Musst ein Stück weiter von Süden kommen. Ja, sag mal, habe ich nicht zweimal einen Flugmount? Das ist mal eine ganz andere Frage. Ich habe doch die Reiserakete. Hey, endlich habe ich mal wieder einen Nutzen dafür. Mir nicht. Zu spät. Sehe ich schon. What? Ist ja nur ganz nervig. Ruhe, Schweine. Au. So, wo lügst du denn? Hä? Muss doch gleich sein. Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nicht wiederbeleben. Wobei, wenn ich noch ein bisschen skille. Ah, Skillpunkt 5. Ich muss vielleicht noch raus. Was? Na, ich liege jetzt hier drin in dem unterirdischen Ding hier. Warum denn das? Weil ich halt diesen Energiedisruptor reingesetzt habe. Ach so, hier ist auch einer drin. Mhm. Warte, dann warte mal kurz auf mich. Dann nehme ich in einer anderen Höhle. Wo ist denn der? Ganz hinten. Eigentlich ist mir nur eingefallen, dass ich eine 2-Mann-Rakete habe. Nein, nehme ich noch nicht so lange. Also ich habe sie schon lange, ich habe sie nur noch nie benutzt. Doch! Einmal.
Ich habe keinen Sinn.